So, und willkommen zurück an 22.05 Let's Play. Wir wollten zum Mond und ich habe in gerade, sagen wir mal, eine halbe Stunde Pause gemacht, um meinen Geldvorrat wieder etwas aufzustocken. Und ich habe zwei Angriffe von Drake bekommen. Zwar mit dem Zeitraffer-Modus, das heißt, es ist in etwa eine Stunde vergangen, vermute ich mal. Oder etwas mehr, aber zwei Angriffe von Drake innerhalb dieser kurzen Zeit ist dann doch ein bisschen viel, finde ich. Vielleicht wird das noch irgendwie getweakt oder es kommen nachher noch mehr Sachen. Also wir sind ja noch nicht an der Börse und können noch keine Hackerangriffe und so weiter bekommen, aber mal gucken, was dann kommt. So, jetzt erstmal zum Mond. Und seien Sie vorsichtig. Soweit wir wissen, hat die Orbital Watch die meisten Kolonien der LEC übernommen. Da oben sind sie auf sich alleine gestellt. Oh Wunder, die Orbital Watch, die den Mond befreien will, ist auch auf dem Mond? Und ich dachte, die wären nur auf der Erde. So kann man sich irren. Was haben wir denn hier? Hohe Einstrahlung, Arbeitskraftwartung plus 30%. Das hört sich mit den... Nee, also ich glaube, das ist nichts für mich. Erstmal zumindest. Kultivierte Mineralien, das hört sich doch gut an. Produktionsrate plus 10%. Pyritadern. Produktionsrate minus 15%. Produktionsate plus 30%. Es ist ein Ordnung. Kann leicht in Titanminen geschürft, aber nicht von Kerneisbohrern verwendet werden. Ich würde sagen, dann nehmen wir den Iwamoto-Krater. Mit den höheren Mineralienminen. Sie haben Phase 3 des Mondlizenzierungsprogramms begonnen. Ihre Shuttles sind in dem ihnen zugewiesenen Siedlungsgebiet eingetroffen. Sie müssen dort eine Mondkolonie gründen und mit der Helium-3-Extraktion beginnen. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung eines stabilen Fusionsreaktors. Weitere Informationen. Feindliche Aktivitäten in der Nähe Ihres Siedlungsgebiets entdeckt. Seien Sie vorsichtig. Ich habe noch nicht eine feindliche Übernahme in meinem Gebiet gehabt. Aber da gut. Da sind Sie also. Der Mond. Ihr ganz persönliches Stück davon. Fakt ist, dass dieser Sektor immer wieder von Meteoriten getroffen wird. Ihre Bruchstücke können als Quelle für seltene Elemente aus dem All dienen. Aber machen wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Die Errichtung einer Mondbasis sollte jetzt Ihre einzige Priorität sein. Es wäre so cool, wenn man hier auch Invasionen mit... Sicherheitsvorkehrungen erfordern, dass Sie Mondkolonien nur in Kratern errichten. Sie bieten den besten Schutz vor kosmischer Strahlung und Meteoreinschlägen. Ja. Verstanden. Eine Mondbuggy oder so, eine Mondpanzern, was auch immer, Raketenwerfer, irgendwas so in der Richtung. Weil immerhin geht's doch um dieses Scheißstück Fels. Ah. Gut. Also, aber viel bauen ist nicht. 1100 Bilanz, das ist, ja, nichts bis gar nichts. Das ist unser Sektorprojekt. Oh, ich glaube, da kriegt man Iridium raus. Oder Magnetit. Nerven, uns auf unserem eigenen Gebiet herauszufordern. Gut. Du wirst lernen, dass man meine Warnungen nicht in den Wind schlagen sollte. Ich würde was dafür geben, wenn er die Klappe halten würde. So. Wir brauchen jetzt... Der ist da noch drin. Mondeis. Und wir brauchen Minenarbeiter, okay? Fangen wir hier an. Bereit fürs Graben. So, und da sind wir schon. Minus 1800, einfach nur, weil wir... Gut, also gibt es keine Mondarbeiter und es gibt... nichts. Wir können Straßen bauen, also das können wir uns leisten. Aber alles andere nicht. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich.
Ich pausiere mal ganz kurz die Aufnahme, bis ich herausgefunden habe, wie ich ein bisschen an Geld komme. Einen kleinen Moment. So, ich habe ein bisschen was verändern können. Allerdings nicht besonders viel. Das größte Problem, was ich jetzt gerade habe, ich weiß nicht, ob das bewusst spieletechnisch ist oder ob ich einfach nur zu blöd war, es zu bemerken. Etwas Offizielles? Die Manager brauchen jetzt bionische Erweiterungen, damit sie sehr viel Umsatz wieder generieren wegen der Zufriedenheit. Das sehen wir ja gerade. Was problematisch ist, denn bionische Erweiterung muss ich auf dem Mond produzieren. So. Für ich war sicher schon die Intelliware brauche ich Flachsplantagen, brauche ich Siliziumminen, brauche ich Mikrofabrikationshallen und dann natürlich die Elektronikeinrichtung. Und dafür fehlen mir Manager. Und da es so viele verschiedene Vorstufen dafür gibt, auch das Geld. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das Ganze zu importieren, aber... Ich kenne diese Marktberichte, also fassen Sie sich kurz. Das gestaltet sich dahingehend als schwierig, dass wir das gar nicht importieren können. Hä? Seit wann kann man kein Intelliware mehr importieren? Wird es wahrscheinlich nicht angezeigt. Ach, das wird nicht angezeigt, weil ich die noch nicht produzieren kann. So ist es. Das heißt, selbst für den Import brauche ich die entsprechenden Manager, was ich jetzt gar nicht mal so funktionierend hinbekommen würde. Ich hätte vielleicht doch Wildwater Bay anfangen sollen. Das hätte mir wesentlich... Wieso habe ich jetzt hier nur noch 38 Expertise? Das hätte mir wesentlich weniger Kopfzerbrechen bereitet. Aber dann muss ich wieder in die Arktis gehen und muss noch mehr dieser Neuroimplantate herstellen, damit ich mehr Manager unterhalten kann. Doof. Gut, also mehr Neuroimplantate. Das bedeutet wahrscheinlich eine neue Molybdänmine und das bedeutet, ich habe kein Geld mehr. Transferroute ineffizient. Siehste? Ursache? Fehlende Waren. Geht schon los! Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So, minus 4 Molybdän. Minen habe ich aber noch. Glaube ich. Habe ich noch Minen? Ja, ich habe noch Minen. Nur zu. Molybdänmine. So, plus 6. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Was ist denn los mit euch? Gut, da könnte ich jetzt aber eigentlich... Was habe ich denn hier? Da habe ich zwei... Was ist das? Zweimal Energiewartung und dreimal Arbeitskraft. Die kann ich aber erst, wenn das Ding da oben fertig ist. Fertig. So. Dann gehen wir wieder hier runter. Wie passend. Parameter werden erneuert. Hä? Warte mal. Habe ich hier nicht den Orbitalraumhafen schon? Moment, das muss ich jetzt gerade gucken. Weil das wundert mich jetzt gerade. So, ein klein wenig.
Ich doch den orbitalen Raumhafen. Was soll denn der Schwachsinn? Wieso kann ich nur 50 Items da runterschicken? Kann doch nur 50 da hochschicken. Also, keine Ahnung, warum ich jetzt auf einmal auf der Erde nur 50 Dinger schicken kann. Gut, 54 und 8. Da kommt der noch dazu. 363. Ich sehe es kommen, wenn ich die jetzt upgrade, dann habe ich keine Arbeitskraft mehr. Das, Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Was ist denn jetzt los? Achso. Luxusquest, genau. Die muss ich ja auch noch. Genehmigt. Die Route ist offiziell eröffnet. So, das bedeutet. Transferoptionen werden aktualisiert. Ja, warte. Es kommt gleich. Da kommt einer dazu. Ineffizient. Ich weiß. Ursache, fehlende Waren. Ich weiß. Mach dir nicht ins Hemd. Ihre Lieferungen sollten rechtzeitig eintreffen. Parameter. Und das stört mich jetzt gerade ganz extrem. So, wir haben plus 8, wir haben 8, wir haben 3, wir haben 14 und 47. Das heißt, ich kann noch upgrade. Und wir sehen, die Arbeitskraft sinkt in ungeahnte Tiefen. So, aber wenigstens geht die Bilanz wieder ein bisschen hoch. Aber bei weitem nicht so sehr, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, die Arbeitskraft bleibt einfach niedrig, weil es kann. Transferroute ineffizient. Ach, die Vitamindrinks sind kein Problem. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ist alles gut. Billig einkaufen und teuer verkaufen. Das ist die Erfolgsformel. Was soll ich sagen? Transferoptionen werden aktualisiert. Ja, das bringt mir aber jetzt nichts. Also sind wir trotzdem noch im Minus, weil wir so viel einkaufen. Es kann doch nicht euer Ernst sein. Also so viele Probleme hatte ich noch in keinem meiner Spielstände. Es gab immer so kleinere Probleme, das nächstes Astronautenteam geringe muss ich gestehen, einfach weil ich immer wieder Sachen vergessen habe, beispielsweise Vitamindrinks abzugraden und so weiter und so fort. Aber so viele Probleme hatte ich noch nie gehabt. Dass ich jetzt wirklich quasi an der Wand stehe und nicht mehr weiterkomme. Ja, ist ja schön. Die Sachen brauchen wir aber nicht. Was haben wir denn? 8 von 10.000. Die Zahl? Wie soll ich denn noch 2.000 Manager unterhalten? Wie sieht es mit der Arktis aus? 6. Das reicht noch. Transferroute ineffizient. Transferroute leidet unter inadäquater Waren. Neue Gebäudearten verfügbar. Genehmigt. Die Route ist offiziell eröffnet. Minus 4. Das heißt dann wohl mittlere Eisbrecher. Was ist das denn jetzt? Ach so. Parameter. Ach, und jetzt kann ich mehr verschiffen, oder was? Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Ich habe zu lange nicht mehr gespielt, habe ich das Gefühl. So, das heißt, der braucht noch 4 von 6. So, pass auf. Dann machen wir aber jetzt mal. Das geht gar nicht. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ich wollte eigentlich gerade.
die Kosten senken, aber das kann ich bei dem gar nicht. Gut, bedeutet folgendes. Diät nicht. Hier. Ich hoffe, Sie werden diese Waren gut einsetzen. Das bringt mich jetzt vermutlich wieder in die Bredouille. Wenigstens plus 154. Überarbeitet. Ja. Plus 6, minus 1, das kriege ich niemals hin. Das ist unmöglich. Ja. Und was würde mich die Intelliware denn kosten? Neue Transferroute, Intelliware, von 421 pro Stück. Genau. Ah, ich habe eine Bilanz von 154. Wie soll ich mir das denn leisten? Oh, soll ich mir den Arsch mit Schleifpapier abwischen oder was? Ach, ist das herrlich. Also hat mich weit gebracht. Ich habe jetzt mehr Einwohner, aber ich habe noch weniger Bilanz als vorher. Ja. Gut. Dass wir drüber geredet haben. Eins. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Die Route ist registriert. Ich glaube nicht, dass die Administratoren mir so viel Geld geben, dass es sich lohnen würde, aber ich muss jetzt einfach versuchen, die ganzen Administratoren hochzuhieven. Die ganzen normalen Bürgerchen hier. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. So, minus 9, minus 7, das habe ich befürchtet. Besser gesagt, das habe ich nicht befürchtet, da habe ich einfach nur nicht dran gedacht, ich Vollidiot. Und sehr viel geholfen hat mir das auch nicht. Die Route ist registriert. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Die Route wird überarbeitet. 1500 ist jetzt nicht so schlecht. Aber ja, ich brauche noch Irmgard. Ich brauche mehr Irmgard. Ich brauche nicht mehr Irmgard. Brauche ich doch noch so einen Scheißteil. So, das waren 2, 3, 4, 5. Plus 11, na geht doch. Und ich habe trotzdem noch 1300 plus. Naja, vielleicht bringe ich wenigstens ein paar Leute zum Lachen, von wegen, oh Gott, ist das ein Noob? Ist der so scheiße? Dann passt das wenigstens. Ich frage mich echt, wie ich mich hier so in die Ecke gedrömelt habe, dass ich nicht mehr weiterkomme. Ich kann gerade echt nirgendwo in irgendeiner Art und Weise Geld machen. Ich könnte es über... Kann ich das? Warte mal. Kann ich? Alle Systeme laufen. Ich habe Physiker. Was ist Physiker? Biotech. Nee. Was ist Physiker? Ist doch Biotech Physiker? Elektronik also? Was? Warte mal. Ich muss mal gucken. Vielleicht kriege ich da irgendwie noch einen Bonus irgendwie hin, den ich gebrauchen kann. Weil ich weiß gerade echt nicht, was ist. Was wie? Physiker. Biotech, genau. Physiker sind Biotech. Laufen reibungslos. Biotech ist das hier.
Erhöhte Produktivität in Biotech-Anlagen. Biomedizinische Labore verbrauchen Bioharz statt Sündzellen. Das brauche ich aber nicht. Weil das Problem ist, ich brauche später für die Androiden brauche ich Sündzellen. Was bedeutet... Halt mal die Schnauze. Das bedeutet, ich brauche sowieso die Algenproduktion. Das heißt, den brauche ich gar nicht zu setzen. Weil ich Algen ja so oder so produzieren muss. Damit würde ich mir die Algen sparen, aber das ist auch Schwachsinn. Erstmal jetzt, weil so viel kosten die Algenproduktion ja nicht. Was haben wir hier? Drei, so viel kriege ich ja gar nicht hin. Erhöhte Produktivität. Kriege ich auch nicht hin. Ja, da bin ich noch gar nicht. Was ist das überhaupt? Was ist das hier? Elektronik reinraum. Elektronik-Reihenraum-Physiker, das geht auch. Bei der Analyse von Unterhaltungsliteratur Ingenieur, ist mir aufgefallen, Ingenieur, dass die Menschheit auf ihre Helfer herabgeblickt Physiker hat. Und ich schätze, Biologen daraus spricht nur der Neid auf so eine einflussreiche Position. Ja, dann halt die Schnauze. Das ist die Ingenieure-Energie, ja, okay. Energie und Schwerindustrie, das sind die, genau, Astronauten, Ingenieure. Das heißt, die beiden kriege ich erst, wenn ich den Mond habe. Und die beiden könnte ich jetzt noch mit den Physikern machen. Das heißt, Produktivität in Elektronikanlagen. Stufe 2. Hardwarefabriken verwenden Mikrochips statt Qubit-Prozessoren. Das hört sich eventuell gar nicht so schlecht an. Ich weiß nur gerade nicht, was Qubit-Prozessoren... Sind das schon die mit denen? Dann muss ich in die Arktis. Qubit-Prozessoren, Quantencomputer. Sind das die, die mit Diamanten gemacht werden? Oder. Muss ich gerade ein bisschen überlegen. Qubit-Prozessoren. Qubit-Prozessoren werden Molybdän und Diamant. Aber die Superkühler brauche ich trotzdem, da brauche ich Methaneis und Deuterium. Warnung. Aber das kriege ich nicht hin. Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Das kann ich sowas von knicken, das kriege ich nie hin. Also irgendwie nein. So, dann gehen wir aber mal nochmal in die. In die Dings da. Agrar-Biokästen-Modul. Werben Sie Forscher an. Produzieren Sie Allwetterparkers. Wenn Sie genügend Forscher unter. Ich habe die Stellung gehalten. Ich habe einen Plus von 1300. Das kriege ich doch. Das kriege ich doch nicht hin. Allwetterparkers. Was brauchen die Allwetterparkers? Das ist eine Tundra. Das ist kalt, aber das ist nicht so kalt wie in der Arktis. Und die brauchen auch keine Allwetterparkers. Da! Das ist so doof. Gut, aber das muss ich nicht herstellen, das kann ich hier rüber schicken. So. Flachsplantage geht auch. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ich will keine Warnungen hören, ich will Ergebnisse sehen. Algenfarbung. Gut. Nicht gut. 750 Feldforscher. Feldforscher kann ich upgraden, das ist gar kein Thema. Empfundener Dank für... Aber... Warte mal, die würden doch auch mehr bringen, oder? 1, 3, 1, minus... Gedöns, Zeug. Vielleicht noch ein bisschen. Naja, mehr als ein bisschen kann ich sowieso nicht schicken. Das ist so Transferroute doof. Wird überarbeitet. Oh. Ja.
Und wenn man es dann hat, dann macht's bumm und man hat sofort eine 100.000er Bilanz oder so ein Scheiß. So, neue Baupläne verfügbar. Genau, minus 1, 4. Das ist erstmal alles egal, das ist Luxusgüter für die Jockel. Die Vitamindrinks muss ich eigentlich gar nicht produzieren. Die kann ich auch hier rüber schicken. Na gut, so viel fehlt mir da jetzt auch nicht für. 400. Warnung, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Neue Transferroute. Das wären 250 allein für die Route. Ich könnte aber auf jeden Fall genug hinschicken. Forschung möglich. Das erhalten wir uns mal im Hinterkopf, dass ich in 2 Minuten sowieso wieder vergesse. Dann schauen wir mal. Wir haben doch irgendwas bekommen. Ich kann die Alwetterparkers bauen. Baubots, genau. Baubots. Muss ich hier noch Baubots hinliefern. Warte, ich liefer doch schon Baubots hier hin. Oder? Ja, ich liefer schon Baubots hier hin. Ach ja, das war das hier. Ich hab doch hier irgendwo... irgendwas angefangen, genau, der da. Im Sumpf rumlaufen ist lustig, aber irgendwann reicht's. Ja, ist gut. Den mache ich nachher wieder an. Und dann sind wir hier aber auch schon wieder am Ende. Also ich vermute, wir haben hier... Ich sage mal kurz, was ich vorhabe. Den Bioreaktor. So, oder was wir da haben wollen, da brauchen wir Moos und da brauchen wir Bioharz für. Das Ding produziert Biokatalyst und mit diesem Biokatalyst, das habe ich in einer der vorangegangenen Folgen schon mal gesagt, können wir den Output von bestimmten Fabriken bzw. Herstellungsbetrieben verdoppeln. Er braucht entweder auch mehr Unterhalt bzw. er braucht mehr Arbeitskraft, das weiß ich jetzt nicht genau. Irgendwas davon wird auch verdoppelt, aber unterm Strich ist es definitiv lohnenswert. Vor allem, wenn man Folgekosten bzw. auch den Platz begutachtet, beispielsweise in der Arktis, können wir ja auch nur eine bestimmte Summe an Arbeitskraft generieren, weil es denen ja so kalt ist. Und da ist der Biokatalyst, beziehungsweise dementsprechend die... Nee, das ist es nicht. Das ist das auch nicht. Ionisierungskammer für das Aerogel. Und das ist quasi die nächsthöhere Stufe dafür. Die sind... Ich wünschte, wir hätten sie schon. Könnte ich, glaube ich, die Hälfte meiner produzierenden Betriebe abreißen. Und nur mit so ein oder zwei von den... kleineren Betrieben ganze Sektoren unterhalten. Aber gut, wir machen das Ganze dann in der nächsten Folge. Ich warte hier dann noch ein bisschen einen kleinen Puffer ab. Wir sind von 1 Million auf 600.000 runter. Das geht mal gar nicht. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Kommentare wie immer unten rein, wenn ihr Tipps und Tricks habt, die ich noch nicht kenne oder noch nicht abgearbeitet habe. Haut zu mir rein. Wir sehen uns. Bis denn dann. Ciao, ciao.